Almrausch hat eine neue CD hier bei uns in den Dockhaus-Studios aufgenommen. Die Release-Party findet am 7.5. im Gaffel am Dom in Köln statt. Ein aufwendiges Video ist mit Hilfe von RTL im Dreh. Die CD heißt Pop and Polka und ist schon vorab bei www.oneforyou2.de zum Download bereit. Gregor Meile bringt seine neue CD am 25.5. auf den Markt. Er war in New York und hatte einen fetten Avatar-Studios aufgenommen, in denen schon Künstler wie John Lennon, Paul McCartney, Eric Clapton, Miles Davis und Bruce Springsteen aufgenommen haben. Cal David wird voraussichtlich im Sommer auf Deutschland-Tour kommen. Geplant ist, zusammen mit unserer Hausband, den Allstars, in großer Besetzung mit Chor und Bläsern als Opener für Chicago in ganz Deutschland aufzutreten. Und denkt daran, Randy und Verena sind für euch im Live-Chat da. Stellt Fragen und bekommt Antworten direkt von den Künstlern. Für unser Wohnzimmerkonzert konnten die italienischen Lautsprecherkonstrukteure RCF als neuer Sponsor gewonnen werden. Der komplette Live-Sound wird nun mit feinstem Equipment aus Italien produziert. Probiert sie auf jeden Fall mal in einem Musikgeschäft in der Nähe aus. Unsere neuen Mikros von Sennheiser könnt ihr sehen und hören. Auch hier ein großes Dankeschön an Sennheiser, dass sie uns bei diesem Herzensprojekt unterstützen. Überhaupt, wen die Technik interessiert, die wir hier benutzen, schaut euch einen sehr guten Bericht in der Zeitschrift Xound an, auch im Internet auf www.xound.de. Jasmina Hunziger wurde bei der Vorausscheidung zum ESC in der Schweiz respektable Zweite. Herzlichen Glückwunsch von uns! Erzählt allen weiter, wenn euch Song of My Life gefällt. Unter www.songofmylife.de könnt ihr alle Wohnzimmerkonzerte und auch Interviews sehen. Gute Nacht, Don Ronaldo.